Eine Story passt und sowas so. Warte. So richtig professionell sind wir Ja, immer. Profis am Start halt, ne? Ah, so, da sind wir wieder, Leute. Es ist 14 Uhr. Ich habe hier gerade schon die ersten Nähte von Amys neuem Kleid geschlossen und wollte gerade noch schnell die anderen Nähte schließen, aber das habe ich jetzt nicht mehr gemacht, weil es ist doch nicht ja schnell. Ja, weil ich ja noch die Seiten, also ich kann es gar nicht mit einer Hand jetzt irgendwie hier anders machen. Ich kann es gar nicht hier schließen am Ärmel, weil ich muss ja noch in diese Sachen hier enger nähen. Also das geht nicht mal eben schnell. Das muss ein bisschen warten. Und wie ihr seht, habe ich jetzt hier außer diesen Strang hier tatsächlich alle Perlen abgemacht, weil das ansonsten alles unter der Maschine gewesen wäre. Aber die Lagen sind schon mal an der Schulter alle miteinander festgenäht. Und jo, dann kann das so weitergehen, ne? Rosi! Zeigen Sie mal! Cool! Hallo! Hallöchen! Ja, Drehen Sie das sich ist mal! fast fertig, noch nicht ganz. Ja, das wird ein bisschen, ganz bisschen einhalten. Ja, cool. Das ist nur ganz wenig, aber ein bisschen. Ich mache hier noch einen Streifen von Von dem dem dran. da dran und Ja. halte das ein kleines bisschen ein. Wahnsinn. Cool. Okay. Es sieht richtig cool aus, Rosi. Echt ein Hammerteil geworden. Ja. Wow. Richtig, richtig gut. Gefällt mir auch richtig gut. Also nehme ich dir gleich weg. Das hört sich gut Ich an. möchte es aber auch haben. Also Also gut, mache ich jetzt weiter dran, das Pünktchen und hier unten das dran. Jawohl, dann sehen wir uns gleich wieder. Anke, 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 bei Anke ist die Stoffangst ausgebrochen. Sie hat sich schon Total. voll, sie hat sich von uns anstecken lassen. Ja, Na. das ist so schön. So schön. Ja, das sieht auch einfach richtig cool aus mit Jeans als Kombi, ne? Ja, leider gibt es den Ich nicht. weiß, ich habe teilweise ja gar nicht mitgekriegt. Was ist denn hier jetzt schon von dem hier gezeigt worden? Ich weiß gar nicht so genau. Von dem kennen wir es einen Meterstoff noch gar Von dem nicht. gar Nein, nicht. ich meine von dem Schnitt, den du hier jetzt Also, gemacht ja, hast. doch, Das hat den sie alles heimlich gemacht. Ja, dann komm mal bitte jetzt rüber auf den Tisch und dann kannst du das mal schön zeigen, was du da Schönes gemacht hast. Wir hatten Weil, grob einmal geguckt am ja. Anfang, doch, da ein bisschen habe ich gesehen Ach schon, so, auf ja, jeden mit Fall, der Auswahl, genau. ne? Genau, Ja. oben, unten Jeans. Genau. Das war meine Ah, Idee, eine cool. Einkaufstasche. Richtig cool. Und dann habe ich Ja. das von der Jeans soweit verwertet, Cool. dass es Snap hat. Genau, da hatten wir es drüber. Da habe ich Genau. so Stanzen, so Kinderstanzen. Cool. Diese so, genau, da habe ich erst gedacht, wofür? Aber die sind genial dafür. Aber dann ist es mir Ja. aufgegangen. Kann man auch wunderschön so mit Jersey oder Sweatshirt noch unterlegen, dass du nochmal Ja. so ein Ding hast. Gute Idee. Und dann habe ich ein Hemd zerschnitten fürs Futter, weil ich Ah das ja, an dieses schick dazu rosane. fand. Ja. Fand aber dann, das geht gar nicht mit meinem Gurtband und habe deswegen ein anderes Hemd genommen Das auch noch zerschnitten. und habe das dann auch noch, genau, und damit das dann da quasi so schön mit ranpasst nachher. Sehr, sehr, sehr cool. So. Ja, cool. Genau. Das sieht richtig gut aus. Aber Und den dann. Stoff gibt es nicht mehr. Ja, das muss ich Moment. ganz dolle betonen. Den gibt es nicht mal mehr. Leider. Es tut mir leid. Den dürft ihr auch auf gar keinen Fall kaufen. Nein. Ja, aber das ist Der wirklich. ist sehr cool. Der Aber ist mit sehr den cool. Jeans jetzt auch so, gerade mit dem Ausgewaschenen in Ja. Verbindung und sowas, ist das echt eine richtig, das wird bestimmt eine richtig coole Oh, cool. Tasche. Alles gut. Ja. Und Taschen gehen doch mit Upcycling-Sachen eigentlich immer, oder? Gehen immer und Also. lassen sich auch super schön verschenken. Also es Ja. freut sich jeder drüber, Ja. egal wie oder was. Und da ist jetzt unten ja auch noch so ein Boden und sowas drin, dann quasi, Ja, ne? So der ein wird genau, Vorge. das wird ja so dann als Boden unten drin. Ja. Echt richtig cool. Und das dauert, ich meine, jetzt hast du ja schön sauber abgesteppt und mit Innenfutter und dit und das noch draufgenäht und sowas. Aber so im Grunde genommen, ich meine, man kann natürlich sich viel im Detail verlieren, aber das dauert ja jetzt auch gar nicht so lange, so eine Tasche Nein, zu machen, wenn man ne? das aus einem Stoff alles macht, also Futter in einen Stoff und das einen Stoff, dann ist die maximal eine Stunde ist das genäht. Ja, aber ne, wenn ihr jetzt mal so von irgendwo anders mal guckt und euch die Materialien zusammensucht, dann könnt ihr ein tolles Geschenk für jemanden Ja, machen. auf jeden Es Fall. ist zwar nicht, also es ist natürlich zeitintensiv, aber muss nicht unbedingt immer etwas ganz, ganz Nee, Teures sein, um das jemandem stimmt. eine Nee, aber Freude das zu Schöne machen, ist, ich ne? habe bei uns in der Nachbarschaft und auch im Freundeskreis ganz viele von diesen Taschen, also nicht Upcycling, sondern Mhm. normale Taschen, einfach mit einem schönen Stoff oder sowas.
Ja. Und man sieht sie dann überall wieder. Im Supermarkt, auf der Straße, am Fahrrad. Also die werden dann auch gerne getragen und mega, so. Mega, weil die, ja, wie gesagt, auch mit dem Gurtband einfach total stabil sind. Ja. Und eine schöne Größe haben und dadurch... Ja, cool. Ja. Also ich sehe meine Taschen überall und das finde ich total toll. Das ist auch schön, oder? Und das ist ja auch etwas, was nicht irgendwie nicht passen kann oder irgendwie sowas. Man kennt ja auch ungefähr so den Stil oder die Farben von jemandem anders und so. Das kann man gut einschätzen. So, ja, cool. Also bunter oder ein bisschen dezenter. Genau. Die gehen immer. Also die gehen echt immer. Cool. Ja, sehr gute Idee. Dann kannst du mal direkt zu mir kommen. Und zwar, es wurde ja gefragt, hallo ihr Lieben, warum kann ich in der Wiederholung keine Kommentare sehen? Doch, kannst du. Kannst du, genau, ich habe das hier schon geöffnet, warte, auf der Seite da nicht. Ich habe jetzt hier das alte Video von, das alte von heute Morgen. Das alte. Das alte. Und wenn du hier... Oh, mit dem Fleck. Genau, mit dem Fleck. Wenn du hier Wiedergabe des Top-Chats, da kannst du auswählen, Chat-Wiedergabe nach dem Livestream. Das ist dann entweder, wie gesagt, das eine oder das andere. Man kann dann auswählen die Live-Kommentare und dann kann man die Kommentare aussehen. Man kann sie aber nicht sehen, wenn man Vollbild hat. Aber auch nicht unten, wenn man hinterher... Unten genau. Im Kommentarfeld sind die nicht, die sind nein, im extra also hier unten ist das Kommentarfeld, da unten, was so danach noch geschrieben worden ist. Mhm. Aber hier ist quasi so der Live-Chat. Genau, den kann man dann extra. Genau, und das kann man auch auswählen beim Handy. Man kann dann auch Kommentare nach Live-Chat oder sowas auswählen und da wird das dann angezeigt. Aber wie gesagt, man kann das dann nicht sehen, wenn man im Vollbildmodus ist. So ist es. Richtig, so ist es. Gut erklärt. Und wir haben das nicht entschieden. Es ist so entschieden von anderen, von YouTube. Ja, YouTube, das ist nicht gehört, leider. Ja. Schade. Noch nicht. Komm, noch, komm, noch. Komm, come on. Ja, was soll's. Was soll der Geist? Wieder zurück. Ja. Ja, wir sind wieder zurück. Und auch jetzt in diesem Live gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Die DVD, PC-DVD, Schnittmuster perfekt anpassen für Oberteile. Da werden wir nachher mit Zufallsprinzip, werden wir sagen, wenn wir runterzählen und dann mit dem Finger drauf auf den Kommentar machen, aber das werden wir nachher natürlich noch alles genau erzählen und wie das funktioniert und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt hier noch so fertig geworden ist in der Pause. Dann lass uns mal los. Okay, ja, ich muss Sandra jetzt, du läufst jetzt hinter mir hinterher. Ah, ja, okay. Sandra, hast du schon erzählt, dass das Panel Blütenzauber Nummer 22004 noch zweimal im Shop ist, das Mareike anhat. Ja, ich habe die zwei Panel extra online gestellt. Extra nochmal die Sammelbestellung durchgeguckt und dann online gestellt. Also, falls ihr das nochmal haben wollt, was Mareike jetzt anhat, dann... Die letzten zwei. Der Dealer. Unser Maskottchen. Ja. Ach, Mareike, jetzt hast du den Kragen wieder rausgetrennt. Ja. Ja. Ja, der war doch schon ziemlich weit. Genau, ne? Hatten wir festgestellt. Ich habe es anprobiert, als ihr alle nicht da wart. Mhm. Böse. Nein, volle Absicht. Volle Absicht. Und er war mir doch sehr, sehr weit, auch mit Tuch. Und deswegen habe ich ihn jetzt nochmal abgemacht und. Oh ja, ganz schönes Stückchen also, rausgenommen. Ne, zweimal dieses Stück auf beiden Seiten entfernt. Mhm. Habe dann zweimal mit der Overlock das umrundet und eingehalten, dass das Loch kleiner wird. Ach, so ein bisschen gerafft hast du das jetzt? Ja, ja, ne, hier mit unserem... Mhm. Genau. Mhm. Ja, danke. Ich habe ja immer nicht so die Fachbegriffe drauf. Ich weiß das nur, weil Svenja das öfters sagt. Genau. Und ich weiß das nur, weil ich das immer sagen muss, ne? Weil sonst sage ich immer Kräusel. Kräuseleinstellung. Ja, aber das weiß immer keiner, was das sein soll. Ich sage auch immer, ich kräusel das und sage immer, was tust du? Genau, aber dafür sind die Manschetten drin. Oh, cool. Und sie sind fertig und sie sehen jetzt richtig toll aus. Cool. Und wir haben vorhin schon getestet, es funktioniert runter, dann sind sie so richtig schöne, lange, ne, schon halb über die Hände, so für mir ist gerade kalt und ich will nicht und ich gehe in die Küche und koche mir mein Kakao. Und wenn ich dann arbeiten muss, dann ist es ganz galant, weil ich habe sie ja aufgelassen. Mhm. Dann kann man sie hochkrempeln und dann sieht man immer noch den Knopf und dann sieht es ganz edel aus. Und dann kann ich sie tatsächlich auch noch ein bisschen hochschieben, obwohl es alles Webware ist. Cool. Ja. Ich mache den Kragen da jetzt dran und dann sage ich euch Bescheid, dass ich es anziehe. Versprochen. Wunderbar. Aber ich muss das jetzt erst machen. Oh, es ist okay. Dieses Versprechen werden wir gleich nochmal wieder einholen. Aber das mit der Manschette ist super geworden unten am Ärmel. Das sieht echt cool aus. Ja. Ja. Also, es wird. Das Trennen lohnt sich. Das Trennen lohnt sich, ja. Wo Mareike ja sowieso gerne trennt, ist das ja für Mareike auch gar kein Problem. So. Es ist Zeit, dass Kreize und Stoffschrank jetzt eine Äpfel-Näh- und Stoffsüchtige macht. Ah, nee. Ja, wenn wir einen neuen Mitarbeiter haben, der das dann betreut. Ja. Ja. Also, da... Ich meine, wie so ein...
reagiert und dann das an den Hals eingeschlagen. Ja. Aber jetzt habe ich so jetzt hast schon mal du so weit jetzt gemacht, ja. Was haben wir? Ja. Gut. Oder was? Nee, wir waren oder bist du traurig? Nein, wir waren gerade aber überlegen, ob man sich das nicht hätte etwas einfangen können. Nee, wir waren gerade aber überlegen, ob man sich das nicht hätte etwas einfacher machen können, indem man das schon vorher zusammengenäht hat und dann dran. Ja, aber dann kommst du ja nicht mehr in die Naht oben rein. Ja. Da musst du ja auf beiden, hier ist ja auf beiden Seiten so ein Hupsel-Dings. Ja. Genau. Ja. Das ist ja, wenn das auch in eins zugeschnitten gewesen wäre und nur umgeschlagen gewesen dann wäre, dann ja. Gewesen, aber es ist ja alles hier so gestürzt und dies und das. Ja. Ja. Das ist schon eine schöne Fummelsarbeit. Ja. Hm. Wir haben damals ganz oft von so Männerkragen, da sind ja manchmal auf der einen Seite ist das dann so ein bisschen abgefetzt und so, ne? Das sind dann aber so Lieblingshemden. Die bringen die dann wieder und lassen die dann den Kragen umsetzen. Ne? Ja. Ah, ja. Geil. Das hat man früher häufig gemacht. Ja, ich weiß. Kragen und Manschetten. Ja, umsetzen. Ganzes Scheiß auffummeln, andere Seite, alles wieder akkurat dran nähen. Das war noch Zeit. Ja. Wir wurden auch noch Lachsmaschen hochgenommen. Ja, also, das kenn ich auch noch. Ja. Also ihr wisst, ich kann solche Sachen. Ne? Es ist aber wirklich also für mich ein Gräuel. Das ist, also sowas hier ist schön und ist auch gut, dass ich das sowas jetzt weiß und kann und so. Ne? Dann kann ich, ja, kannst du Tipps und alles. Kann ich mich bei sowas dann auch freuen. Und auch wenn ich sowas selber machen würde, weiß ich natürlich, wie das geht. Das hat natürlich seinen Vorteil. Aber das ist jetzt auf jeden Fall. Also das ist ja jetzt etwas, das machst du doch bestimmt ganz gerne, weil das ist jetzt wird wahrscheinlich so ein Lieblingsteil. Aber genau. Das ist jetzt auch nichts, was du im Akkord machen wollen würdest, nein, oder? Nein. Das wäre auch wahrscheinlich nichts, was du dir von alleine aussuchen würdest, oder? Nein. Ja, siehst du? Aber für sowas ist es natürlich, darf man das auch mal, ne? Das ist ja eine andere Sache dann. So. Dann gucken wir mal, was hier passiert. Hier ist der gute Stoff. Es wird ernst. Der gute Stoff ist angeschnitten. Ja. Aber da habe ich natürlich dann gleich, das ist ja, macht man direkt Fehler beim Zuschneiden. Was hast du gemacht? Der Rock wird dann etwas kürzer. Was hast du gemacht? Natürlich auf dem Kopf. Nein. Doch. Du hast den nach den ganzen... Ich habe angefangen. Nach den ganzen Hin- und Her-Überlegungen. Sandra, beiß mir ins Bein. Doch, das Schnitten wird tatsächlich. Und ich hatte ein Stück geschnitten gehabt. Und dann denke ich, die Köpfe, die sind ja falsch. Shit. Ja, aber das ist so, wenn man manchmal so viel überlegt, war das so wichtig, dass der Bruch richtig liegt. Ja. Und ganz akkurat, und denk, ach, so ein schön großer Tisch und alles so schön aufeinander und so. Ja. Dann denke ich, du hast jetzt 2 Meter und dann passt das alles super. Da habe ich schon gedacht, sollst du jetzt 4-lagig zuschneiden? Ach nee, sei mal vorsichtig. Mach wirklich eins nach dem anderen. Weil du musst ja auch aufpassen, du kannst es ja nicht rüberfalten, dann hättest du das ja auch auf dem Kopf. So weit habe ich gedacht. Und dann habe ich es aufgelegt. Schön ausgerichtet. Und nur an meine Nahtzugabe gedacht. Und, ich leide mit dir, sagt er. Na gut, dadurch wird es jetzt ein bisschen kürzer. Es sollte jetzt so. Halt mal bei dir dran. Es sollte vielleicht einfach ein bisschen frecher werden, das ganze Kleid. Also, das ist immer noch überm Knie. Also, das geht doch. Also wenn es denn hier so an... Das ist doch noch total in Ordnung. Es war ja zum Glück sehr lang vorher. Und wenn auch selbst wenn ich das jetzt hier und so, wie gesagt, hier ist das Knie. Ja, das geht doch auf jeden Fall locker. Also, mach mal ganz auf, dass wir sehen können, wie das jetzt aussieht. Cool. Ja, yes. Sehr gut. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Die Länge geht total. Ja. Das ist ja auch oben eher so ein bisschen luftig, locker, leicht geschnitten. Ja. Also von daher zum Glück genug Luft gelassen. Ich muss nur natürlich noch gucken, was nehme ich jetzt nach vorne, weil das ein bisschen unterschiedlich ist. Das ist kein Das Gesicht war gut positioniert. Das war gut, ne? Das war so Aber zeig mal das andere. Wir haben ja das andere noch nicht gesehen. Haben wir nicht gesehen? Genau. Ja. Wir müssen ja jetzt beides einmal an dir sehen. Das musst du das andere auch einmal anhalten. Also das andere ist verschwunden. Oh Gott. Das sieht doch danach aus. Ja. Könnte das nicht sein? Nee. Warum auch nicht? Doch. Es gibt kein anderes. Doch, dieses Loch. Ich hab's jetzt seit. Das sieht doch danach aus. Gutes Auge, Sandra. Das ist doch ganz schön. Ums Verrecken nicht trennen lassen.
Ich würde die andere nehmen. Ja, ich auch. Das ganz eindeutig, weil genau das Gesicht und hier sein Schambereich. Genau. Richtig, in deinem Zentrum. Ja. Genau. Lieber auf dem Puppes, ne? Ja, lieber auf dem Hintern. Ja, genau. Da hatte ich nämlich bei dem gerade drauf geachtet. Ja, genau. Und das, deswegen ist eindeutig den anderen. Ja, genau. Das ist halt schön und das ist auch nicht, dass irgendwo was schief ist oder so. Das sieht echt gut aus. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Jetzt haben wir auch mit dieser etwas geraderen Kurve auch diese Welle vorne rausgenommen und so. Da ist jetzt nicht mehr so viel Kurve drin. Und cool. Also, alles gut. Und jetzt mache ich die kleinen. Also hier. Ja, wie machst du das? Erzähl mal. Ich hatte dich nämlich auch schon. Als du das schon so genäht hattest, dachte ich so, eigentlich hättest du die ja erst auf den anderen Stoff und dann einnähen. Aber du hast dir wahrscheinlich schon überlegt, wie du das machen wirst, oder? Ach, ich will das eigentlich ganz kompliziert. Also hier, die Dinger muss ich eh noch einkürzen. Das ist praktisch noch nicht beigeschnitten. Und ich hatte mir eigentlich jetzt überlegt, ich weiß nicht, ich muss ja nur diese beiden Dinger überbrücken, oben und unten ja nicht. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache jetzt ein etwas größeres Quadrat, Rechteckquadrat, das ist ja gar nicht, was ich zuschneide und werde das dann nochmal beim Nähen anpassen und dann kommt das so dahinter irgendwie, natürlich kleiner, muss man sich kleiner vorstellen. Ja, nur aufpassen, dass es nicht zu weit nach oben, weil sonst rutscht dir das hier oben immer raus oder nähst du das kannst hier? Kannst du einmal das fest. Ich nähe das nicht so fest. Okay, kannst du doch auch hier unten in der Naht mit fest machen. Ist mein Vorteil. Und dann hier, ne? Das ist mein Vorteil, dass hier sowieso diese Steppnähte sind und dann fällt das gar nicht auf. Nee, genau. Ne? Nee, dann also ich mache hier praktisch dann, ich werde das hier so ein bisschen anpassen dann. Also hier in einem Stück. Im Prinzip muss man einfach, kann man ein großes Stück dahinter nähen, genau. Dann näht auf der anderen Seite, auf der schönen Seite drüber und das schneidet man dann fertig. Geht doch so. Geht doch so oder nicht? Ach so, du meinst hier das große Stück? Ja, und du nähst doch dann einfach dann da drüber, wie so eine Negat und nähst hier drüber. Zack, hast du dir eine Nähte. Würde ich tatsächlich auch so machen. Ja. Und hast du dir ganz viel Arbeit gespart mit Ausmessen und hin und her und hin und her. Kannst dir sogar auf der Seite noch angucken, wie, welches Motiv da durchgucken soll. Oh Mann, ich hatte mal eine gute Idee. Habt ihr das alle mitgekriegt? Sehr gut. So hatte ich das von Anfang an geplant. Sehr gut. Das war der Plan. Genauso, jetzt fällt es mir wieder ein. Das war mir kurz entfallen. Genau. Das ist wieder ein Megaprojekt. Ja, cool. Und Silvia sagt, oh nein, das tut mir von Herzen. Du hast doch schon im Vorfeld so eingespielt, den Stoff zu schneiden. Ja, aber man sieht ja, es ist zum Glück, dadurch, dass ich vorher wirklich sehr lang war, ist es eigentlich jetzt in dieser Uridee-Länge. Ja, alles gut. Siehst du, deswegen sollte das so sein, der Stoff hat immer. Du wusstest doch, du wolltest mich noch kürzer haben. Genau. Also von daher nichts Schlimmes passiert zum Glück. Sehr gut. Genau. So, ansonsten, jetzt kommt's, machst du eine Brosche drauf. Ich habe ja jetzt gelernt, das hilft ja anscheinend bei allem. Bei der Länge auch? Ja, anscheinend. Mir wird das ja immer geraten, egal was ich habe. Ich mache ganz offensichtlich, kriege ich immer den Tipp, mach eine Brosche drauf. Ja. Als ob mich jemals irgendjemand in meinem ganzen Leben mit einer Brosche gesehen hätte. Aber es wird mir von verschiedenen Leuten immer mal wieder als Tipp gesagt. Was das soll, weiß ich nicht. Ja. Aber bitte schenkt mir niemals eine Brosche. Ich werde für immer nicht mit euch sprechen. Das ist typisch Kai, so 3 Leute, 10 Ideen. Ich habe schon Teil 1 geschaut und mit den Augen viel geklaut. Svenja steht mit Rat und Tat, stets für alle gleich parat. Die pfiffige Rosi näht geschwind ein tolles Teil, welches viel Lob gewinnt. Oh. Sehr süß. So, hier wurde jetzt, wurde der Stoff unterlegt oder wurde er nicht unterlegt? Er wurde unterlegt. Hast du schon anprobiert? Nein, es ist noch gar nicht eingelegt. Es liegt jetzt hier nur so. Ich wollte noch mal gucken, ob es passt. Es passt, oder? Ja, sieht auch cool aus. Ach, jetzt hast du doch komplett durchgeschnitten. Ich habe jetzt doch komplett durchgeschnitten. Ja, aber ich ist auch cool. Dass ich diese Spitze da unten rein, die werden sich sowieso nicht gut verbinden lassen. Dass dieses Zeug ist so schlüpfrig. Das ist so ein. Verstärkt? Oder noch nicht? Den habe ich verstärkt. Ah, ja. Ganz leichter. Ja. So seidenmäßig Jeans irgendwie, ne? Die werden sich eh nicht gut miteinander verbinden. Und. Doch. Aber hier in dem Bereich ist es ja sowieso bei dir eher eng geschnitten und liegt ganz gut an und so. Das müsste doch eigentlich ganz gut hinhauen. Stelle ich mir gut vor. Jawohl. Aber dann sagst du uns auch eben Bescheid, ne? Machst das nicht wieder hier so heimlich und dann liegt das da hinten und ich soll selber gucken. Ja. Guck mal, was hast du als Jutta? Das liegt da hinten an. Guck es mal an. Guck ihn.
brauchen einfach, wenn das Ziel auch auf einem aufregenden Umweg erreicht werden kann. Ja, wir brauchen auch ein bisschen Adrenalin. Ja, immer nur einfach und ganz einfach. Nee. Ganz easy peasy ist auch. Das ist das wieder spannend und informativ? Ich bin Nähanfänger und habe auch noch oft Gedankenknoten im Knopf. So eine tolle Näh-WG Live ist so lehrreich. Ich suche mir jetzt eine Nähfreundin im Ort. Ja, ja, sehr schön. Sehr gut. Ja. Einfach mal bei eBay Kleinanzeigen reinschreiben und so. Und dann vielleicht findet man ja jemanden. Auf jeden Fall. Oder bei uns in der Family fragen. Ja. Da sind ja auch schon genug ganz, Leute ganz drin. Viele in der Nähe. Sehr wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Wir gehen mal kurz, weil ich will mal kurz zeigen, ich habe auch noch was zugeschnitten. Wir jetzt nicht angeben oder so, aber ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es ist sehr, sehr süß geworden. Hier liegen, ich bin nur ein bisschen verteilt. Ein kleines bisschen habe ich mich hier verteilt. Hier. Die Hälfte vom Tisch. Ja, das ist zwar okay, komm. Was anderes wie groß der Tisch ist, komm. Ist eine andere Sache. Ja, wir aber haben doch mehrere Tische. Ja. Sei nicht so geizig. Nein. So, hier seht ihr die Überreste von den Perlen. Die werden auf jeden Fall noch wieder per Hand da angenäht. Hier sieht man Fäden. Reststücke mit Perlen drauf. Da werde ich auch noch die Perlen abnehmen, weil die werde ich auf jeden Fall noch mal wieder aufs Kleid drauf machen, wenn ich das fertig habe. Aber weil jemand ja umgefädelt hat. Umgefädelt. Susanne, ich habe umgefädelt. Umgefädelt ja. hat. Habe ich in der Zeit die Aufgabe bekommen, doch noch etwas anderes zu machen, damit ich nicht daneben stehe und gucke. Und dann habe ich noch den Kapuzenpullover zerschnitten und habe hier schon ein kleines Kleidchen für Amy zugeschnitten. Die Kapuze habe ich ein bisschen kleiner gemacht, aber die kann ja auf jeden Fall wieder ran. Hier kommt in der Mitte so ein kleines Taillenband. Das habe ich aus dem Bündchen unten zugeschnitten. Ja, nothing to wear. Wir kennen es alle. Unten kommt, das wird ein bisschen gerafft. Das ist ja dann nur die Hälfte von der Länge. So, das wird einmal gerafft und unten als kleine so Raffung dran. Und ja, die Bündchen vom Ärmel kann ich ja auch wieder verwenden und den Ärmel zugeschnitten. Und dann haben wir noch ein kleines süßes Kleid für Amy gemacht. Ja, einmal das Prinzessinnenkleid und einmal das Punkerkleid. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also sieht sehr gut aus. Eine zusätzliche passive Querdurch wäre auch toll hier bei, sag schnell, Katrin, Karin, kommen wir jetzt nicht drauf. Auf jeden Fall auch sehr gute Idee. Und das Oberteil von Sandra mit der Spitze in den Ärmeln gefällt mir sehr gut. Ja, das kannst du, haben wir gemacht im Designkurs Easy Peasy. Mhm. Es ist ein Easy Peasy. Ja, es ist einfach, nur, einfach nur ein Easy Peasy. Mhm. Mit einfach oben Streifen raus, fertig. Mhm. Im Bruch habe ich das, oder habe ich euch da gezeigt, Designkurs Easy Peasy. Mhm. Voll süß, das Set für Amy. Mhm. Mhm. Das finde ich auch. Ja. Jetzt brauche ich nur noch jemanden, der es näht. Oh, da gibt es ganz viele. Achso, okay. Aber es ist ja jetzt auch die ähnliche Farbe eingefädelt. Also vielleicht setzt sich da einer ganz schnell ran. Okay, ja, frag mal. So ganz unauffällig, wenn wir das so ganz unauffällig machen. Leute! Ich habe gehört, ihr näht. Näht ihr hier zufällig? Nein, was? Ihr dürft natürlich erstmal eure Projekte hier fertigstellen. Wir gucken euch mal ein bisschen beim Nähen auf die Finger hier. Hier wird knappkantig abgesteppt. Erst die Seiten schließen und dann unten die Ecke. Und dann haben wir gleich hier die 3D-Form in der Tasche. Eigentlich, genau, umso größer man diese Ecke macht, desto mehr Volumen und desto mehr Boden hat man. Aber so eine Tasche wird dadurch natürlich nochmal voll aufgewertet, oder? Dann sieht die nicht nur aus wie ein Beutel, dann sieht die halt auch wirklich aus wie eine Tasche. Ja, eigentlich ganz einfach gemacht, ne? Man muss halt nur wissen, wie. Ja, Ecke abbeißen. Ja, Ecke abbeißen. Da bekommt man Lust, direkt mitzunehmen. Ja. Setzt euch an eure Maschinen, Leute. Nein, bleib weg, dann halten wir drauf, Mareike. Das müsstest du eigentlich schon wissen. Ja, aber es ist irgendwie hüpft der Faden aus der Nadel. Ich weiß nicht, wie er das macht. Er hat es gemacht. Manchmal. Ja, jetzt müsst ihr weggehen. Ich will wir gehen. Haben aber eine klare Ansage gekriegt. Dann gehen wir mal einfach woanders gucken.
Na, wo ist denn Rosi? Ihr sagt immer nicht anlecken. Ja, wann machen sie das trotzdem? Hä? Wie, ja. Hä? Wie denn sonst? Ja, das sind natürlich auch so schöne Frickelarbeiten dann, ne? Ja, ich habe festgestellt, ich muss das erst festnähen, Stück, weil sonst kriege ich es nicht da rein. Und sonst kriege ich das jetzt hier nicht mit dem hier abgeschlossen. Mhm. Jetzt. Ich bin jetzt infiziert, ich mache meine Tasche. Du hast schon jemanden infiziert. Ich mache jetzt auch eine Tasche. Ja, ist super. Aber nicht mit meinem Taschenstoff. Nein. Ja, da kann man natürlich Zeit mit verbringen mit solchen Sachen, dass die wieder genauso aufeinander passen. Ne? Aber dafür wird es ein ganz besonderes, wunderschönes Stück. Man weiß einfach auch, was so viel Arbeit drin gesteckt hat. Ne? Ja, das trägt man dann aber auch irgendwie nochmal so besonders. Nochmal anders. Ne? Ja. Mhm. Wenn da dann so ein irgendwas drankommt, da ist man dann schon, So, was passiert denn hier aus Rosis? Ich ziehe es einfach mal über und öffne damit die Tür, Kleid. Das ist es doch, oder nicht? Hatte sie das nicht so vorgestellt? Ja, ja, wenn der Postbote kommt. Der Postbote, das Kleid für den Postboten. Leicht transparent. Ja. Rosi, was hattest du und der Postbote für eine Beziehung? Nix. Nix. Seitdem ich in Ostfriesland bin, stelle ich immer fest, die duzen sich ja hier alle. Ne? Ja. So. Und dann kommt der morgens an, oder ne? Der kommt ja erst um 11. Ne? Und wenn ich dann noch nicht... Wenn du noch nicht aufgestanden bist, sagst du? Nein, wenn ich dann noch nicht straßenfertig bin, ne? Dann schmeißt du so ein Ding über. Und dann sagt der, Moin Rosi, ich habe ein Paket für dich. Aber da fällt ja gar nicht auf. Ne? Nee. Mit so einem Ding. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Das Ding wird jetzt mal so gemacht, dass ich damit auch auf die Straße gehe. Sehr schön, sehr schön. Es hat also beim Postboten geklappt, jetzt gehen wir damit in die Öffentlichkeit. Genau, genau. Der heimliche Liebhaber. Ja. Das machst du jetzt enger und unten das Teil ab und dann verbraten wir noch hier so diese kleinen Teile mit da drin. Denke ich mal. Ich weiß ja erst immer dann, wenn ich es abgeschnitten habe, was daraus wird. Ja. Und manchmal wird es dann auch noch mal ein bisschen was anderes. Man weiß es ja immer nicht so genau. Also nur als Info, jetzt läuft der Stream ruhiger als am Vormittag. Bewegt sich Svenja eventuell ruhiger als Sandra? Ja, das tut sie. Ja, das auch. Aber es war ja auch, dass man ständig aktualisieren musste. Aber ich glaube, ich habe auch einfach tatsächlich, dadurch, dass ich den jetzt schon vielleicht 3 Stunden länger in der Hand hatte als du, einfach schon ein anderes Gefühl dafür. Das ist einfach so. Das erste Video, ihr könnt euch immer das erste Live angucken, da haben wir ein paar Loopings drin gehabt. Ja, hatte irgendeiner mal gesagt, ne? Mir wird schwindelig. Ja, weil ich die ganze Zeit so Loopings gemacht habe. Ja. Also nicht mit Absicht, sondern man lernt mit dem Teil. Das ist die Verlängerung des Arms. Ja. Was ich jetzt hier mache, ist, ich versuche einen Reihfaden mit der Maschine zu machen, um das ein bisschen einzuhalten. Ne? Größter Stich und dann nachher in der Hoffnung, ich kann das so ein bisschen einhalten. Wir sind am Ärmelausgang. Der Ärmelausgang. Ärmel und da soll dann noch ein bisschen eingehalten werden. Ne? Mhm. So, und dann kommt dann. Ah, okay. So, dass es ein kleines bisschen plusterig wird. Mhm. Plusterig. Also, so, du meinst doch jetzt, du willst jetzt das ein bisschen raffen, ne? Ein kleines, ja. Aber nur so ganz quasi bisschen. Quasi hier mit unserem typischen großer Stich, ne? Mhm. Zweimal aber, ne? Mache ich das. Zwei machst du? Mhm, machen wir zwei. Warum? Habe ich so gelernt. Mein Weg ist so. Wenn ich irgendwas gefragt hätte, warum ich das mache, Svenja hat das so gesagt. Aber ja, das reiht sich dann einfach sauberer. Ja. Da hast du das. Es geht einfacher, ne? Und du kannst ja dann dir den Stich zwischen den beiden zum Nähen aussuchen. Also, ne, wenn du das am Röckchen gemacht hast, hast du ja immer einen Stich, noch einen darunter. Und dann geht die Graffung quasi nicht auseinander. Und dann, wo du nähst, dann kannst du es nicht so platt auseinanderdrücken, sondern man kann in den beiden Dingern, das ist halt clever. Ja, genau. Guck mal, jetzt weiß sie ja doch, warum sie das macht. Ja, das näht sich besser mit zwei wird es Ja, aber du hast mich gefragt, warum machst du das? Zwei wird es gleichmäßiger. Und ich habe es so gelernt. Das war ja nicht. Und übrigens,
also schöne Grüße von Nanook. Liebe Grüße. Ja, danke. Und, bei Oma bekam der Postbote immer einen Schluck und am Ende der Straße hat er sein Fahrrad nur noch geschoben. Also hier, glaube ich, ist er mit dem Schluck um die Morgenstunden doch ein bisschen heftig. Ne? Aber ich weiß, wenn der kurz vor Ende ist. Der allgemeine Ostfriese ist da, glaube ich, recht sattelfest. Ist ein junger Kerl. Also dementsprechend, glaube ich. Ach so! Aha! Deswegen ist sie so jung geblieben. Ja! Also ihr vergesst eins, ne? Ich habe viele Jahre den Pflegefall da gehabt. Sei dir gegönnt, Rosi. Ja, sei dir gegönnt, auf jeden Fall. Ja. Dafür ich glaube, ich muss mal um 11 bei dir vorbeikommen und gucken. Das sitzt ja, du bei, Rosi, bei Rosi im Garten, so ja, hinter der Hecke. Ja. Aber du weißt doch, wir haben doch jetzt immer wechselnde Briefträger. Kommt dann nicht immer nur ein und der gleiche. Ja, so Abwechslung ist auch schön, oder nicht? Manche schmeißen es dir ja nur vor die Tür, ne? Ja, die sind dann raus. Die schellen ja. Die sind dann doof. Deshalb brauche ich das Kleid ja auch nicht mehr. Also, lieber Post, die Post, bitte der Junge, der sonst immer wie ausgetragen hat, bitte wieder zu Rosi. Ja, ja. Dann, damit sie wieder was Schickes anziehen kann. Ja. Also, Aufruf an die Postboten, bitte schick den jungen Mann wieder zu Rosi. Heißt das, ich soll das nicht ändern? Ja, in dem Fall, wenn er wiederkommen würde? Verändern. Dann nicht. Nö. Nebenbei bemerkt, ich nähe jetzt Leggings auch, ne? Und die Leggings, die kannst du ja auch die Tür mit öffnen. Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Dann hat der mal eine Abwechslung, wenn er die Tür aufmacht. Ja, nähe ich Leggings und pack auch Leggings. Ach, zu Hause. Komisch. Sie ist angesteckt worden auch. Ja. Nun zeig aber mal, wie du das so schön reißt, Rosi. Wir wollen das jetzt auch sehen. Ich habe noch das nicht so den schön zweiten rein. Ja, dann machen wir das doch jetzt mal. Ne? Ja. Wir setzen uns hier einfach hin. Wir machen es uns hier ein bisschen gemütlich mit Rosi, ne? Ja. Die pfiffige Alte, oder? Ja, das war eben nicht drauf. Alte wusste ich noch. Ich wusste nicht mehr, was die war. Dann brauchst du so eine Halterung für den Laptop zum Umhängen, quasi im Bauchladen. Ja, wie so ein Bauchladen, Alter. Das geht aber ganz gut so. Ja, aber das wäre gut, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Ja, das sollten wir uns überlegen, ob wir so ein Bauchladending. Und hier können wir noch so. Könnt ihr euch ja nähen. Ein Bauchladen? Kann man das nähen? Wie sieht denn der Bauchladen aus? Ja, das ist doch sowas, so ein Tablett, was du halt vor dem Bauch hast einfach. Ja, aber das ist ja mit so einem Seil. Hier wie so ein, ja, aber muss ja hart sein, der Bogen. Ja. Das müssen wir. Das müssen wir nochmal irgendwie herausfinden, wie so ein Ding geht. Und irgend so ein Ding, ich habe es ja schon mal gesagt, wurde aber direkt laut geschrien, mach das nicht, das ist ganz schlimm fürs Gehirn und so. Ich hätte gerne so einen Hut, wo ich das Handy so reinhängen kann. So dass das Handy direkt, so wie jetzt hier eigentlich auch, vor meinem Gesicht ist. Und überall, wo ich hingucke, guckt auch das Handy mit hin. So dass, wenn ich irgendwas live verfolge. Für diese GoPros? Ja, für diese GoPros. Aber, ja, nur, aber das gibt es nicht fürs Handy. Aber du kannst doch, ja gut. Im Brauch, ich muss aber ich du mir musst so aber so gucken, wenn du die Kommentare lesen willst. Nee, also in so einem Abstand so ungefähr, wie es jetzt auch ist. Ja. Also ich habe schon so, es gibt doch diese Bauhelm-Trinkdinger. Ja, das stimmt. Ich sitze auf deinem Stuhl. Willst du hier? Du musst ja halt hier auch weiterarbeiten. Aha, aha. Enjoy the silence. Nehme ich da gleich mal drüber. Okay, aber ich kann auch neben Rosi stehen. Dann kannst du hier ruhig sitzen. Ja, dann kannst du hier weitermachen. Brett beziehen können. Das wäre auch ein Upcycle-Projekt, das stimmt. Ja, aber wie wird das, wir müssen nochmal überlegen, wie das denn festgemacht wird, so richtig. Und ja, Jannis, nicht Dennis, sondern Jannis meinst du wahrscheinlich. Der hatte auch so eine Angel, das stimmt. Und euch kann man auch einfach nur zuhören, besser wie jeder Podcast. Ja, dann müssen wir demnächst mal einen Podcast machen. Das können die doch einfach hören. Ja. Ja. Du, die Lampe ist aber ganz schön hell hier, ne? Ja, das bei der Benina auch schon gehabt. Also ja. Ich konnte kaum die Naht filmen. Ja, das ist, ja, das ist alles einfach hier. Qualität, ne? Ja, Rosi. Ich bleib mal ganz locker. Halt mal ein bisschen den Ball flach, ne? Echt. Wie redet Chris ihr hier mit der Oma? Du holst dir plötzlich die Oma-Karte raus. Haut ihr erst zwei Tage auf die Kacke? Passt dir was nicht? Kommt sie mit der Oma-Karte? Man kann auch nicht mal wirklich was sagen. Na gut, man ist ja direkt so. Na gut. Ich hau dich richtig auf. Ja, echt.
schön. Ich höre euch öfters beim Nähen, ja. Und der Stärke mit 7G700, da war es. Nein, Stylefeel. Dann Stylefeel, okay. Also so, jetzt sind zwei Fäden. So. Jetzt sehe ich nichts mehr, weil ich so Tränen in den Augen habe. Ich darf da lachen. Ja. So, ne? So, jetzt gucken wir das einmal schön an, wie das hier funktioniert. Ich verteile das jetzt mal ein bisschen. Also nein. Guck mal, da sind sie. Hörst du jetzt auch? Fliegst gleich. Seid unmöglich. Also, O-Ton sagt sie das garantiert zu ihren Enkeln. So. Also ganz bestimmt. Ich verliere den Faden. Wer hat das jetzt gesagt da hinten? Ah, da ist er noch, ne? So. Ah, solange er mich nicht Pingelinge nennt. Das ist ja aber auch eher lieb gemeint. Ja, den hat, die, den hat die. Den hat sie sich verdient, ja. Den Namen. Ja, den hat sie sich verdient. Ja. Und einer so musste da ja auch bügeln, fachmännisch hier. Ja, ne? Nee, das macht die auch super. Ja. So, guck mal, für mich ist das schon fast ausreichend, das bisschen jetzt hier, ne? Ja. Wenn ich das jetzt mal rumdrehe, hier. Dass es einfach so ein bisschen Volumen kriegt dann, ne? So ein bisschen, ja, damit es nicht mehr so absteht, ne? Ja. Wie du ja schon sagtest, so ein bisschen. Und dann kommt... Ja, am besten dann anprobieren, ne? Wenn du das bevor ich das jetzt dran mache. Dann kommt das mehr oder weniger als kleines... Einmal. So und so werde ich das machen. Ja, na wunderbar. So. Lachen ist so gesund. Du meinst, und Lachen ist wie eine Kurzkur. Das kannst du laut sagen. Ja, es ja, sieht echt gut. Und gerade auch mit dem, dass du das mit dem Stoff noch mal als Bündchen dann machst, mit dem Abschluss, finde ich auch sehr gut. Ja, dann. Das rundet das noch mal richtig ab. Ja, das mache ich jetzt. Und nee, das unten dran und dann habe ich schon wieder fertig. Ne? Wunderbar. Denn hier habe ich ja auch ordentlich rein. Jo. Mir tut schon der Bauch weh vor lauter Lachen. Mein Mann sagt, ihr seid richtig cool. Ich habe gestern Abend einige Passagen mir angeguckt und ich musste so lachen. Da haut ihr ja so zwischendurch oder wir alle Dinge raus. Ich habe nachher gedacht, nee, Rosi, jetzt ist ja, ich kann es jetzt vorstellen, dass es manchen auch wirklich da so... Ja, aber so das ernst gibt es doch wohl oft genug. Ja, ja, das soll uns doch auch allen Spaß machen, ja, wenn wir schon unsere Zeit hier echt opfern. Wenn ich hier schon sitze und mich nehmen kann. Na komm, wir gehen noch wieder weiter gucken. Was gibt's hier? Wir müssen noch eins. Da muss ich noch den anderen Stoff holen. Ja. Nee, hast auch du, nicht mehr hast du, den anderen Stoff. Ja, nee, ja. Hast du noch eine zweite Jeans gefunden, ja, und brauchst hab, leider noch... Die habe ich schon hier, ja, hier blockiert, weil hier auch kein Stretch anscheinend. Ah ja, da war hier vorhin kurze Diskussion. Das, nein, nicht, da ist schon die, ganz... Nein, die Stoffe sind alle weg. Ja, keinen einzigen Stoff also, haben wir mehr hier. Ich musste leider die ganzen Stoffe aus dem Shop nehmen. Ja. Das tut mir leid. Sorry. Das wurde jetzt hier schon so ein bisschen sortiert, ne? Vorhin war hier schon Anke so ein bisschen, ist sie um mich rumgeschlichen. Ja, panisch, leicht panischer Blick in den Augen und ich so, was los? Und ja, das ist eigentlich das einzige Teil, was ich vielleicht doch noch... Ich sagte, nimm dir das doch, ich frag doch jetzt. Ja, nee, doch, nein, doch. Ja, aber jetzt ist ganz klar, wenn jemand ein Objekt im Auge hat, was er nähen möchte, hängt er sich das einfach an die eigene Stange und fertig. Ne? Sind ja genug Sachen da. Marek hat gesagt, ich muss das tun und dann tue ich das. Ja, sehr gut, sehr gut. Hat mal endlich einer aufgepasst und auf Mareike gehört. Mareike, wie fühlst du dich jetzt? Hervorragend. Ja, da geht es einem doch gleich schon viel besser. Zu Hause, da müssen auch immer alle machen, was ich sage. Nur dann ist Mareike glücklich. Ah, sie ist das also schon gewohnt. Ja. Ich hab schon gesagt im letzten Live, also wenn hier irgendwas, also Kerstin schieben wir ja auch ganz gerne mal vor, wenn irgendwas Ernstes ist, aber demnächst lassen wir sie noch von Mareike unterstützen. Ja, dann hier, können wir uns richtig gut zurücklegen. Ja, dann machen wir immer Good Cop und die beiden machen Bad Cop. Oh ja, ja, richtig gut. Das ist gut aufgeteilt. Ihr holt einem aus dem tiefsten Tief besser als jedes Medikament. Sehr schön. So. Ja, guck mal. Ganz, ganz hinten. Ja, ganz, der Tisch hier ist komplett frei. Ganz leise, ganz in Ruhe. Psst. Nicht so laut sein. Die Näherin in der Wildnis. Ja, die Näherin in ihrem natürlichen Umfeld. Okay. Wir müssen nicht ganz leise ran schleichen. Schleichen wir so leise. Ich habe euch schon gehört. Nein! Wir waren ein bisschen zu auffällig. Ihr wart ein bisschen zu auffällig. Schneidest du das jetzt nochmal zu?
Gott, ja. Deswegen hat sie sich versteckt. Deswegen hat sie sich versteckt. Ja. Deswegen hat sie sich versteckt. Weil ich nochmal Bockmist gebaut habe. Und ich denke, ich kann mich hier verstecken. Leute. Falsch gedacht. Wenn ihr jemals hinkommt, ich sag euch. Verstecken ist nicht. Man kann heimlich nichts machen. Nee. Das könnt ihr knicken. Spätestens, wenn ihr mir das zeigt, dann sehe ich, da ist was passiert. Ja, wir riechen das. Ja, was ist passiert? Wir haben das gerade so schön angehalten, haben gesagt, das ist das Vorderteil, das ist das Rückenteil. Ja. Und ihr seid dann schön weg. Ja. Und dann habe ich wegen dieser Negativapplikation habe ich eben Vierecke ausgeschnitten. Aus deinem Rockteil. Ja. Ich wollte... Sorry. Entschuldigung. Jetzt seid ihr falsch rum. Ich muss euch eben wieder ausrichten. Jetzt seid ihr wieder richtig rum. Ja, da fällt mir das Stativ aus der Hand. Genau, wir müssen jetzt... Nein, ich hatte gedacht, da ist so ein schönes Vögelchen. Und dann hatte ich nur noch Augen für dieses Vögelchen. Ja. Ich hatte nur noch Augen für dieses Vögelchen. Und hatte das ja leider dann... Das ist dieser bunte Stoff, der ist auch tricky, ne? Und dann gehe ich an den Nähplatz und denke, okay, ja, das hatten wir gerade gesagt, ein Vorderteil. Da musste mein Rückenteil. Das Rückenteil habe ich dann schön zerschnitten für die Negativapplikation. Ja, was soll's. Der einzige Vorteil ist, da man ja im Stoffparadies ist. Ja. Ich konnte mir jetzt noch mal einen Meter. Ja, da hast du natürlich hier Glück gehabt. Der nicht nötig gewesen wäre. Ja, macht nichts. Genau. Aber jetzt hast du denn jetzt mit der Positionierung noch mal geguckt? Nicht, dass wir jetzt gleich... Nein, also die Köpfe sind richtig rum. Ja. Alles gut. Achso, ja, jetzt können wir gucken, wie das in der Positionierung ist. Jetzt hast du ja schon geschnitten. Jetzt habe ich es ja eh schon geschnitten. Ja, du musst es schon nicht... Jetzt musst du es nehmen, wie es ist. Genau. Ach so, die Positionierung meinst du. Aber es war ja sowieso das hintere Schnittteil, oder nicht? Es war das hintere Schnittteil, was jetzt weg war. Und, Und ich wollte mich hier verstecken. Und ich habe gedacht, komm, die lachen da so schön. Und das ist komm, etwas, die lachen da so schön. Die kriegen das nicht mit. Nein, ganz ehrlich, ich hätte es nicht gebeichtet. Nein. Ich sehe bei der Abrechnung natürlich auf meinem Zettel dann, ne? Die sollten die nochmal einen Meter und so. Aber da hätte ich gesagt, ach ja, so, ich fand den so toll noch. Das passt ja noch mit in den Gutschein, ne? Nun wissen wir, warum es Negativapplikation heißt. Also negative Folgen. Ja. Also nicht nur auf das Vögelchen achten, sondern auch auf das. Das ist ungefähr so wie das, was vorher war, wo wir gesagt haben, dass... Ja, ist eigentlich genau das Gleiche. Nicht an der Stelle. Ja. Fast. Das ist mein neues Rückenteil. Ja, sehr schön. Das ist die Position sollte genau so sein. Ja, sollen wir dich jetzt einfach weiterhin begleiten? Nicht, dass das Sinn macht. Oder? Nein, alles gut. Ist jetzt alles zugeschnitten? Oder? Ja, jetzt ist alles zugeschnitten und die Schere geht jetzt. Ja, nimm mal Sandra die Schere mit. Warte. Nein, Quatsch. Nein. Wir lernen ja mit jedem Projekt. Ja. Ne? Aber das sieht man, wenn man manchmal so zerstreut ist und so und man überlegt und nebenbei ist noch was los und dann guckt man mal hier, dann guckt man mal da und dann, ach ja, das wollte ich ja jetzt nochmal machen und dann hier und dann guckt man nach den schönen Motiven. Die Stoffe verlocken natürlich auch, dass man da sich einfach so ein bisschen mehr aufs Motiv konzentriert. Ne? Negative Applikation, dann suche ich mir was ich, weil du noch sagst, guck mal, kannst du das so schön positionieren. Dann denke ich, vielleicht kriege ich das Vögelchen irgendwo in eine Ecke und so. Ja, und habe nicht dran gedacht, dass ich einen Rockteil da liegen habe. Also hier, Ursula ist es, glaube ich, Ursel, ich lasse an jedem geschnittenen Teil immer das Schnittmuster dran, wenn ich das an die Seite lege, mache ich auch, ich falte das zusammen, habe das Schnittteil tatsächlich auch immer noch da drin. Das ist Und du wolltest doch nur zwei gleiche Teile haben, auf jeden Fall. Ja. Und Kerstin sagt, das hätte von mir sein können, inklusive Vertuschungsversuche. Okay. Aber jetzt wird's ja was, Leute, ne? Aber so lernt ihr auch, wenn auch mal was schief geht, geht immer irgendwie. Ja, was habt ihr dabei gelernt, ne? Ihr könnt es nicht verstecken vor uns. Hier ist das Kleid. Da, 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 da. Sehr cool. Jetzt geht das jetzt doch gut mit dem Kragen, oder? Ja, da muss noch mal getrennt werden. Weil das da mit der Raffung nicht gut ist? Ja, da ist ein bisschen doof gerade. Die muss ein bisschen anders. Auf der Seite sieht es besser aus, aber die muss ein bisschen anders noch. Und dann geht das.
Ja, ich finde es auch cool. Auch jetzt so vorne mit dem Kragen und dann da die Knopfleiste so daneben an und so. Ja, cool. Ja, die Manschetten, die sehen auch total cool aus. Oder zum Arbeiten dann so hochgeklappt. Ja, total süß. Ja. Dann zeigt man von hinten. Ja, auch total cool. Was habt ihr heute Mittag gegessen? Die Stimmung ist ja bombastisch. Ganz verschiedene. Ja, können wir gar nichts für. Was machen die hier so einen Quatsch, die Leute? Ja, cool. Mit dem Passbilder, mit der dickeren finde ich auch super. Ja, das finde ich auch gut. Das gefällt mir echt auch gut. Ja. Also das muss noch ein bisschen verteilt werden. Ja, oder du nähst dir so kleine Fältchen rein. Ja, das habe ich ja überall gerafft. Also das, aber da ist ein bisschen viel. Ja, also, ja, stimmt. Ja, vielleicht das einfach nach vorne legen, denn die ganze Raffung, dass du eher die Raffung, weil du hast ja hier auch eigentlich weniger Volumen als hier. Also wenn du diese ganze Raffung hier vorne reinmachst, dann hält es dir auch die Mehrweite da noch so ein bisschen raus. Ja, mach gleich mal gucken. Wie, ausprobieren. Wie viel das ist und wo das hin muss. Die Knopfleiste sieht super aus. Cool. Genau. Ja. Ich denke auch die Länge von da vorne wird es dann, glaube ich, runter werden. Ja. Cool, 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 cool. Ein, auf jeden Fall ein echtes Mareike-Unikat, ne? Mhm. Auch cool, dass du doch den, also die, der Stoff jetzt auch mit der Dunkelblau-Kombi und sowas, das sieht auch doch echt cool aus. So mit dem bunten und dem Dunkelblau und den hellblau gestreiften und sowas. Man muss sich manchmal trauen, ne? Ja. Auch wenn man erst denkt, auch nö, vielleicht ist das so viel. Mhm. So viel ist mit dem Bischofsärmel passt echt einfach. Ja, cool. Cool, cool, cool. Manschetten und so auch gut gelöst. Wunderbar. Dann. Immer weitergeschickt. Wir werden weitergeschickt. Erstmal wollen Sie nicht, dass wir kommen. Dann verstecken Sie sich. So, hier ist die Tasche schon wahrscheinlich fertig. Die Wendeöffnung ein bisschen klein. Kein elastischer Stoff. Nee, und meine Hand passt noch nicht mal durch, aber es funktioniert. Man muss nur. Was meint ihr, würde noch eine Tasche auf das Kleid passen? Hat die das auch? Ich glaube, das wäre dann ein bisschen viel, glaube ich, oder? An der Brust auf der anderen Seite oder so? Ja, da vielleicht so an dem. Oder an der Seite, an der Hüfte oder sowas? Da. Ja. Aber das kann man ja immer noch mal überlegen. Sie hat es geschafft. Das ist ja fast immer so ein bisschen wie so eine Geburt, so eine Tasche umdrehen, ne? Cool. Es wird. Sehr cool. Ja. Ich habe gehört, die wolltest du mir schenken. Ja. Ich habe auch gehört. Ich kann so nicht hören. Nein, ich habe wirklich unfassbar viele Taschen. Tatsächlich. Aber die ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Ja, richtig gut geworden. Ja, da wird sie verschenkt oder behältst du die selber? Wirklich? Oh, cool. Deswegen dürfen wir das überhaupt zeigen? Die Person guckt das doch nicht, oder? Ja. Okay, gut. Wie, die guckt das nicht? Warum? Warum hast du Freunde, die das nicht gucken? Es gibt die einen und die anderen Freunde. Ja. Ja. Das wird jetzt noch ordentlich oben abgesteppt. Und dann ja, da wird sich ja jemand sehr, sehr, sehr freuen. Cool. Ja. Passt ja auch, und da kann man ja wirklich auch zum Einkaufen und alles mitnehmen. Ja. Es passt viel rein und so. Das geht total gut. Einkaufsschip. Hier vorne, ja, das ist ja so, hier vorne für ein Einkaufsschiff. Ja, gute Idee, das stimmt. Ja. Eure Ideen sind der Hammer, echt toll, euch zuzuschauen. Habt ihr denn Tipps für mich, wie ich ein älteres Bandshirt zu klein geworden so aufpeppen kann, dass ich sie wieder anziehen kann? Da fällt mir diese Variante als erstes ein, mit Applizieren auf einem anderen Shirt. Ein was? Wenn du ein Bandshirt hast. Ein Man-Shirt? Band. Ein Band. Oh. Band. Also am besten das Ganze. Also. Oder eine nochmal. Kaffeekanne. Wolfs für Mama. Ja, jetzt habe ich auch verstanden. Also, was ich schon oft gesehen habe und was ich cool finde, ist das ganze Emblem aussteigen und dann einfach auf ein anderes T-Shirt applizieren. Oh, ich dachte. Du meinst die Erweiterung im Rücken. Ne, da ist einfach das mit der Applikation. Man fällt mir das am ehesten ein, was man dann das Logo das würde ich halt auch schön machen. Präsentieren kann. Ja. Das würde ich wahrscheinlich auch machen. Na, wie weit bist du hier? Ich hab's fest. Mit deiner Fleißarbeit. Gleich kriegst du erstmal einen Kaffee. Ich muss es nur noch mal einmal so festnähen und dann kommt das hintere Stück, aber das ist nicht mehr so schlimm. Ich sehe das warm vom nächsten. Ja.
Okay. Also es wird schon gefragt, was für ein Stoff ist das von der Tasche? Es ist ein Canvas, aber den gibt es im Moment nicht im Shop. Die wollen das nämlich ja alles selber sichern. Das ist Canvas-Meterware, die wir im Moment haben. Ja. Wo ist Schatz? Schatz, Schatz. Schatz, Schatz, Schatz muss bestellen. Wir brauchen noch zwei Ballen von jedem. Da hat sie doch das Teil geopfert und hat das Vögelchen gerettet. Aber es sieht guck mal, das Vögelchen. Sieht natürlich süß aus. Hier, ja, ne? Das Schlimme war, ich wollte ja eben zwei Vögelchen auf der anderen Seite hier auch. Und das war dann natürlich wirklich links und rechts auch vom Rockteil. Wirklich sehr cool. Ja, aber ich finde es so süß. Ja, sehr wenn da süß. So ein Vögelchen dann gleich rausguckt. Cool. Genau. Ja. Dann Opfer bringen. Ja, genau. Man muss halt einfach auch manchmal Opfer bringen. Das ist halt manchmal so. Na, Rosi? Ja, Rosi, Rosi macht jetzt was auf. Weißt du, was ich festgestellt habe? Nee, Rosi. Ja, was? Du trennst. Ja, nur den Faden rausziehen. Mhm. Und zwar, ich habe hier einen dicken, fetten Fehler gemacht. Der Ärmel ist nämlich weiter, beziehungsweise der andere ist enger. Und das erklärt sich. Ich habe mir das einfach gemalt. Guck mal, da musste ich hin. Ach, nein, hast du oben zugenäht und nicht abgeschnitten. Nee, das ist schon richtig. Also da durfte ich, aber ich musste schräger werden. Ja. Und der da ist richtig und der ist falsch. Ja. Ne? Das habe ich jetzt beim Kräuseln gemerkt. Hm. Ja. Wer pennt, der trennt. Ja, und? Was weißt du ja, ne? Ja. Dein Lieblingsjob, aber das sind ja große aber Stiche, oder nicht? Das sind große Stiche. Ja, das geht doch schnell. So, sag mal, wir haben noch ungefähr 9 Minuten. Wollen wir... Jetzt beginnt die Werbung. So. Ja, es gibt ja jetzt für einen von euch nochmal die DVD zu gewinnen. Diesmal ist Sandra eure Glücksfee. Gibt es nicht auch irgendeinen Sound, so wenn die Glücksfee was macht? Den, 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 den. Ich weiß nicht. Ja, irgendwas gibt es bestimmt, aber ich komme jetzt auch nicht drauf. So ein Trommelwirbel oder irgendwas. Dann kannst du ja nochmal eben kurz für alle, die es immer noch nicht wissen, was das ist, was da drauf, was kann man da machen, wie könnt ihr die gewinnen? Bitte ein bisschen so Nummern-Girl-mäßig. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Sie sehr, also jetzt brauche ich sie auf jeden Fall. Die PC-DVD, Schnittmuster perfekt anpassend für Oberteile, hat 33 Videolektionen und nicht nur 2-3 Minuten Videos, sondern vollwertige Kursinhalte. Das sind lange Videos. Das ist kein Hanute, das ist der Apfel unter den Kursen. Da ist dann tatsächlich gelernt, wie man Taillierungsnähte verschiebt, entwickelt, Abnäher irgendwo verschiebt oder hinsetzt. Ihr habt 74 Schnittmuster dabei in der Größe 32 bis 60. Aber ihr könnt das auch machen, wenn ihr in unterschiedlichen Konfektionsgrößen seid, in den unterschiedlichen Bereichen, denn genau darum geht es ja auch in diesem Kurs. Es geht in diesem Kurs, also diese Schnittmuster, die da drauf sind, sind eine zusätzliche Beigabe, einfach um es euch vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, dass ihr nicht mit einem leeren Blatt Papier starten könnt. Das heißt, ihr habt mit den Schnittmustern ein Baukastensystem. Ich habe zum Beispiel zwischendurch mal durchgeguckt, ich möchte mal einen anderen Ausschnitt haben, geguckt, oh, was für Ausschnitte gibt es denn da? Oh, der hat mir gefallen, den habe ich dann bei mir angepasst. Einfach nur, damit man mal sieht, was es denn für tolle Ausschnitte gibt. Das ist auch mit den Ärmeln oder auch mit den verschiedenen Oberteilen, mit Abnäher, ohne Abnäher. Es ist, glaube ich, auch so ein Hemdschnitt drin, also viele verschiedene Sachen. Es geht aber hauptsächlich darum, wie man diese dann perfekt auf sich selber anpasst oder auf jemand anderes, weil man versteht natürlich, wenn ich das für mich mache, kann ich das auch für den Hund machen oder ne, für die Maus oder für den Elefanten. Mhm. Wir lernen einfach, wo was ist und wieso wir was ändern. Was passiert, wenn ich hier oben was ändere? Was muss ich dann noch mal ändern? Das lernt man einfach alles mit dieser DVD, mit diesem Kurs. Weil da die Schnittmuster drauf sind, ist es natürlich auch so, dass ihr das an dem PC, ihr braucht ein Laufwerk, weil ihr müsst ja auch runterladen und ausdrucken können. Ihr habt die Schnittmuster in A4 und A0. Für die, die viel kleben wollen, nehmen die A4. Die, die nicht viel kleben wollen, die nehmen dann A0, lassen sich das entweder plotten oder haben selber einen Plotter und drucken sich das einfach ganz groß aus. Dann gibt es natürlich noch den exklusiven Gruppenzutritt bei Facebook, wo ihr eine Rund-um-die-Uhr-Support-Gruppe habt, wo ihr jederzeit reinschreiben könnt und wo es bestimmt auch jederzeit Antworten gibt. Wenn ihr da mal irgendwann nicht mehr weiter wisst, dann schreibt einfach in die Gruppe, fragt nach
ich habe da die und die das Problem, was kann ich tun? Da wird euch auf jeden Fall geholfen. Und es ist auf jeden Fall auch so, dass es zu den Schnittmustern nicht das Bild gibt, Schnittmuster A, das Bild. Nein, das gibt es nicht, weil jedes Schnittmuster wird auf den eigenen Körper angepasst. Dadurch es ist auch ein Schnittmuster-Baukastensystem. Ne? Das ist auch nicht, das sind nicht so und so viel fertige Schnittmuster, die einfach so, wie sie sind, zu nähen sind, sondern ihr könnt euch aus den verschiedenen Elementen eure Elemente raussuchen und dann euer eigenes Kleidungsstück zusammensetzen, sozusagen aus den ganzen Grundschnitten, die ihr dann angepasst habt auf eure Maße. Genau. Ja. Und es gibt auch keine Nähanleitung speziell für jedes Schnittmuster, eben auch aus diesem Grund, weil es hat alles das Gleiche, Schulternähte, Seitennähte, was vielleicht unterschiedlich ist, dass es ein Bischofsärmel ist. Aber auch dafür gibt es auch schon bei Kaizer Online-Kurse in der Playlist Nähanleitungen von mir, die ich dann mit euch gemacht habe und euch gezeigt habe. Bischofsärmel, wie man verschiedene Kleider macht. Es gibt bei Stoffjunkies auf dem YouTube-Kanal Basic-Sachen, wie man Schulter- und Seitennähte schließt, wie ich Ärmel einnähe. Das sind alles Sachen, die ihr eigentlich immer bei Oberteilen braucht. Da braucht ihr für jedes Schnittmuster eine extra Anleitung. Das könnt ihr ganz gut alleine. Da bin ich mir sehr sicher. Also auf jeden Fall. Also deswegen gibt es da nicht zu jedem Schnittmuster ein Bild und auch nicht zu jedem Schnittmuster eine Nähanleitung. Nein. Ja. Gibt es nicht, Leute. Nein. Sorry. Es geht um Schnittmuster anpassen, ne? Und nicht, wie nähe ich den Ärmel. Das solltet ihr vielleicht wissen, wie man eine Naht schließt. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber das ist natürlich irgendwie, ich zeige natürlich, wo was genäht wird und sowas, aber ich nähe jetzt nicht jedes Mal, wenn ich den Ärmel für euch angepasst habe, nähe ich den nicht jedes Mal. Also, aber Sandra hat wirklich viele Nähvideos auch schon gemacht. Das ist ganz, ganz viel Wissen, was ihr da kostenlos bekommt. Quasi hätten wir das auch noch auf die CD mitpacken können, haben wir aber nicht. Das ist jetzt im Stoffjunkies Facebook-Kanal, könnt ihr euch die ganzen Videos anschauen. Da ist auch ganz viel Wissen drin. Und hier schreibt schon jemand, das wäre was für mich, ich nähe immer nur strikt nach Schnittmuster. Ja. Das ist ja immer die eine Sache. Also Schnittmuster, manche Leute passen natürlich in jedes Schnittmuster. Das ist super. Manchen Leuten passt halt gar kein Schnittmuster und auch nichts von der Stange. Für die ist das natürlich perfekt. Ihr könnt mit den Schnittmustern arbeiten. Ihr könnt mit selbst erstellten Schnittmustern arbeiten. Ihr könnt mit anderen Kaufschnittmustern arbeiten. Also dieses Wissen, was ihr dann habt hier mit der DVD, das könnt ihr auf alle Schnittmuster anwenden, egal von wo, wie, was die irgendwie kommen. Genau, ist es auch so, auch wenn ihr dann euer Grundschnitt und sowas habt, könnt ihr daraus genau das alles entwickeln. Ja. Ihr könnt einfach aus einem ganz normalen Longsleeve-Shirt, könnt ihr ganz normalen Hoodie machen oder sonst irgendwas. Ihr könnt daraus, weil ihr einfach versteht, wie ihr was machen müsst, könnt ihr daraus alles entwickeln. Das heißt, ihr könnt quasi mit dieser DVD, die es bei uns sogar gerade im Angebot gibt, für 19,90 € anstatt 309,50 €, eure komplette eigene Modedesign-Karriere starten. Das ist einfach so. Und das ist wirklich mehr wie geschenkt, selbst für den zu den normalen Preis. Und das haben wir im Moment im Angebot für 19,90 €. Aber ihr habt doch jetzt die Chance, das zu gewinnen. Und das heißt, ihr könnt jetzt schon mal einen Text vorschreiben, denn ich werde gleich runterzählen. Und dann werde ich mit dem Finger auf dem Laptop zeigen und sobald es runter, oder Svenja wird runterzählen, sobald sie runtergezählt hat auf 0, habe ich meinen Finger auf einen Namen und die Person hat dann gewonnen. Das heißt, ihr könnt dann schon mal was vorschreiben, weil ich möchte nicht einfach nur irgendeinen Buchstaben sehen, weil den werde ich dann natürlich nicht auswählen, sondern ihr könnt gerne einen kleinen netten Satz schreiben, schickt ihn einfach noch nicht ab, passt es ein bisschen ab, wie wir runterzählen und dann habt ihr vielleicht Glück. Ja. Das könnt ihr auf jeden Fall schon mal machen. Kommt hier immer ein bisschen zeitverzögert an, also da ein bisschen drauf achten. Vielleicht schon bei der 8 loslegen oder so. Ne? Genau, also da ist ein bisschen immer zeitverzögert, bis es hier ankommt. Ja. Und also das ist wirklich ein Kurs, der sich definitiv lohnt, auch zum Verschenken. Ja. Wir werden die DVD aber danach nicht nochmal herstellen. Also das sind jetzt wirklich, wir hauen die jetzt nochmal so günstig raus, weil erstens freuen uns natürlich, wenn ihr da auch wirklich mit näht und auch wirklich was mit anfangen könnt. Aber wenn es diese DVD nicht mehr gibt, wir werden keine DVDs mehr herstellen, weil das einfach von uns, für uns vom Handling her so umständlich, die DVD zu kaufen, sondern dann eher den Online-Kurs. Ja, den kann man nämlich nicht verlieren, den kann man nicht verbummeln, man hat den Online-Zugang, man kann sich die Videos runterladen und sowas. Das heißt, seitdem es das Ganze auch als Online-Kurs gibt, greifen halt die Leute doch eher zum Online-Kurs. Und ich kann das auch verstehen. Ja. Und es ist ja auch immer mehr, es wird immer mehr umgestellt, nicht mehr DVD. Manche Laptops haben kein Laufwerk mehr und sowas. Das sind natürlich alles so Gründe. Aber dafür gibt es die Laufwerke gibt es auch, aber dafür sind jetzt die letzten Stücke, Stückzahlen von der DVD, die wir hier haben. Für die viel verreisen zum Beispiel, die das nicht immer überall Internet haben, ist das auf jeden Fall perfekt. Das haben tatsächlich auch viele, sogar VIPs haben sich die CD, haben sich die CD extra gekauft, damit sie halt unterwegs auch Zugriff haben. Ja. Und das ist natürlich dann perfekt. Ja.
Das ist fast so günstig wie ein Datenträger dann. Also ich meine, mittlerweile gibt es ja auch wirklich günstige Datenträger, aber ne? Auf jeden Fall. So, also, wollen wir? Ja. Gut, dann nimm mal den Laptop in die Hand, meine liebe Glücksfee, und ich zähle mal so runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isabel Born, ihr seid klasse, mega, giga lustig. Dankeschön für alles. Eine super tolle Familie. Weiter so, es hat sehr viel Spaß gemacht. Isabel Born, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Du bist mir ja auch vorhin auch schon aufgefallen. Ich glaube, du bist auch eine Nähanfängerin, richtig? Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch, Isabel. Herzlichen Glückwunsch. Was kann denn Isabel jetzt machen, um Isabel ihre DVD zu bekommen? Schreibt mir eine E-Mail an info@stoffjunkies.de. Schreibt mir, dass du das im Blog in Tag 2, Video 2, die DVD gewonnen hat. Mhm. Und dann mit YouTube-Namen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon Kundin bist. Auf jeden Fall, also ich glaube schon. Dann schreibst du mir natürlich ansonsten nochmal deine Adresse und dann schicken wir dir die DVD zu. Genau. Und dann ganz viel Spaß damit. Komm gerne in die Gruppe, wenn du irgendwelche Fragen hast oder irgendwie sowas. Du weißt ja, ne, also nicht nur wir können viel, sondern auch unsere Kunden können viel. Da sind Leute drin, die haben auch schon ein paar, also wie lange gibt es den Kurs jetzt? 2 Jahre ungefähr? Also ich bin jetzt im April 2 Jahre hier und der war auf jeden Fall vorher schon da. Ja, okay. Also da sind Leute drin, die haben auch schon länger den Kurs, haben da schon viel mitgearbeitet, können dir sagen, wo du was findest, wie du was machen kannst und sowas und wirklich alle Fragen zur Schnittmusteranpassung und sowas, da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Wenn du tatsächlich auch Anfängerin bist, ist das echt eine super Top-Gruppe, um zu starten, um da wirklich auf jeden Fall irgendwie deine Schnittmuster richtig perfekt auf dich anzupassen und da deine einzigartigen Entwürfe mitzumachen. Das ist doch schön. Und dann hoffen wir natürlich, dass du so gerade Nähanfängerin und auch schon Kundin, und dann ist es natürlich echt was absolut Perfektes für dich. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf deine Umsetzung. Die kannst du natürlich gerne auch in der Kaltsäure-Kurse Family zeigen und dann in der Gruppe natürlich. Und ja, wenn das aus unseren Stoffen ist, was natürlich noch besser ist, dann auch in unserer Gruppe Nähen für Stoffschlagstoffe. Oder eine kleine Online-Kurse-Family. Genau, da überall, überall. Ja. Dankeschön, okay, ihr Lieben, dann wünschen wir euch noch eine schöne kleine Pause. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier noch ein bisschen weiterkomme mit meinem Amy-Kleidchen. Und wir melden uns um 14 Uhr wieder. Da geht es nicht, 14 Uhr nicht, um 16 Uhr melden wir uns wieder. Da sind wir wieder dabei. 14, nein. Nein, und dann gibt es noch mal 2 Stunden hier live, alles zum Nachgucken und Mitmachen und so. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie weit die Mädels da gleich noch sind. Ich schätze mal, das Kleid, das braucht nicht mehr lange, das ist bestimmt gleich fertig. Mhm. Die Jacke auch, da ist jetzt die Applikation, die wird bestimmt auch heute fertig, schätze ich mal. Ja, und Rosis Jacke auch, also Rosis Oberteil auch. Ja, das denke ich auch. Mhm. Und Mareike auch. Also ich schätze mal. Das Kleid sieht auch, also das Kleid von Claudia auch. Ja. Ich schätze mal, das sind so Sachen, die sind jetzt so im finalen Entstehungsprozess. Und dann mal gucken, da bin ich gespannt, was da denn noch als nächstes Projekt irgendwie in Angriff genommen wird. Auf jeden Fall, sagt auf jeden Fall allen nochmal gerne Bescheid, die jetzt auch nach Hause kommen und vielleicht auch Interesse am Upcycling, an Nachhaltigkeit haben. Gerne einmal Bescheid sagen, wo sie uns finden, und dann sehen wir uns um 16 Uhr wieder hier. Bis später. Tschüss. Wink weiter, warte.